Hallihallo, ich habe hier einen kleinen Haul. Ja, ich habe einmal bei Kawaii Panda bestellt und dann zeige ich euch noch gleich, ja, noch so ein bisschen was ich mal noch in der Stadt gekauft habe. Ist aber nicht viel. Ja. So, ich habe hier schon reingeguckt, weil ich es nicht abwarten konnte. Ah, ich war ungeduldig. Ja, wie ihr seht, ne? Kawaii Panda. Das ist ja dieser tolle Shop, wo die Frau das immer alles sehr schön einpackt und wie ihr seht, auch schön dekoriert. Ne? Finde ich immer sehr süß. Kawaii. So, hier war schon mal schönes blaues Papier drin. Cinnamorolfarbe. Hey. Und hier einen zuckersüßen Brief mal wieder. Ja, finde ich immer sehr schön. Könnt ihr auf Stopp machen, lesen, wenn ihr wollt. Ich finde die Pandas auch total, ja, total knuffig. So, genau, die liebe Sandra. Ja, der Sticker hier ist auch schon total niedlich. You are cute. So, da habe ich schon versucht, ne, hier den Sticker zu retten. So ein bisschen. So, dann zeige ich euch mal, was ich jetzt da bestellt habe. Und hier sehe ich schon, ja, ein Geschenk. A little gift for you. Ja, arigato. Arigato. Sandra. Was steht da? Flavor sauer. Oh, super sauer. Oh. Super sauer Flavor in Three Grape Bubblegum. Uiuiuiui. Ich stehe nicht so auf Saures. Aber ich probiere es trotzdem mal. Mal gucken. Den Rest bekommt dann mein bester Freund. Das ist so süß hier mit der Schleife. Das ist so niedlich. Thank you. So, hier haben wir. Ich frage mich ja mal, kann man so eine schöne Schleife binden? Ich kann das nicht so schön. Das ist so richtig schön. Ja, weiß ich nicht, ich kann sowas nicht. So. Wir haben hier Stickerflakes. Stickerflakes. Shimakuma. Ups. Die Sticker sind drin. Ja, sehr süß von dir hier. Und es schimmert natürlich wieder ohne Ende. Dann ich habe mal mir diesen Stickerbogen ausgesucht. Von denen habe ich, glaube ich, ein Deko-Tape. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Oder auch Stickerflex. Ich weiß es nicht genau. Irgendwas habe ich noch von denen. Die finde ich echt total süß. Vor allem dieser Panda hier. Ja, der Panda gefällt mir am besten. Ja, und da habe ich natürlich wieder so einen halben Schreikrampf gekriegt, so innerlich, ne? Cinnamon. Oh, I want to be my cute and charming self. Oh. Ah, ich liebe ihn, ich liebe ihn. Das musste ich natürlich haben. Ist ja, das passt jetzt so schön mit der Schleife. Oh Gott, ich mag das gar nicht öffnen. Ach, es ist so schön. Ich mache es jetzt mal trotzdem auf, damit man sehen kann, was da für Sticker drin sind.
das gleich wieder rein. Ach, ist das schön. Das ist auch nochmal so ein Sticker. Oh, den kann ich aber nicht so benutzen. So. Dann diesen Bogen. Zweimal. Huhu. Oh, jeder Bogen ist zweimal drin. Das ist so schön. Ja, zum Glück. Ach, ist das schön. Das funkelt total. Zwei hiervon. Oh, zwei davon. Ach, wie süß. Ach ja, herrlich. Das nicht hier rein. Der war so, ne? Ja. Ja. Sticker. Stiftekappen. Ach, sie packt das immer so süß so zusammen. Ich finde das, find das total schön. Sind diese Bananenkatzen. Ach Gott. So, da ist ein anderes Motiv drauf als hier oben. Da schauen wir mal kurz. Ich dachte, auf den Stiftekappen ist immer das Motiv drauf, wie auf der Verpackung. Die mussten mit. Huch. Na. So. Ja, ich. Ja, schon wieder Cinnamon. 5 Designs. 26 Sheets. Ja, das ist so. Das ist diese Sticky Note. Und das ist eingepackt in einer sehr niedlichen kleinen Tasche. Das ist so niedlich mit den Ballons. Das ist sehr schön. Oh, das hält sehr gut. Oh, hier ist noch ein Schutz oder so. Und hier haben wir so die Sticky Notes. Oh, sind die Motive nicht schön? Wie er sich da freut mit seinen bunten Ballons. Oh, Ballonshop. Es ist so niedlich. Die Tasche war nicht ganz günstig, aber das war mir in dem Moment egal, weil es ist halt er, ne? Da ist mir das egal. Das ist es mir halt wert. Weil ich den so gern habe. Ja. Ach stimmt, das war ja noch hier drin. Jetzt kriege ich das wieder nicht hier rein. Das ist wieder typisch ich. So. Wieder wie neu. Tada! So, und dann hat sie mir wieder einen Button eingepackt. Diesen niedlichen Panda. Panda-Button. Sehr, sehr schön.
Hier sehe ich auch schon wieder so ein süßer Sticker. Ja, in so einer niedlichen Tüte. Dann habe ich mir hier kleine Memo-Blöcke geholt. Das finde ich auch sehr niedlich, das Mädel hier. Stay kawaii! Yeah! Yeah. So. Schaut euch die Knubbels an! Fuwa Koro Koro Panda. Die sind echt schnuffig. Tja, was soll man großartig dazu sagen, ne? Es ist halt einfach niedlich. Die Kleine da. Ja. Eigentlich wollte ich mir nicht mehr so viele Kleine holen, aber. So. Dieser hier. Und dieser. Und dann das letzte Teil, ein großer Memo-Block. Zwar diesen hier. Ja, da ist sehr, sehr viel los. Sehr, sehr viel los. Einmal dieses Motiv. Dieses. Ah! Oh Gott, der Affe. Boah, der Pinguin spielt Gitarre. Und guck mal, Sterne. Ach, Gottchen. Das sieht auch cool aus. Ein Hund. Das ist auch süß, was das auch immer ist. Und das Eichhörnchen. Ein Schneemann, also Schneebär. Oi. Das finde ich echt am schönsten, muss ich sagen. Ja, da haben wir schon Weihnachten. Ja, das ist wunderschön. Das hier ist auch. Ja, das war so dieser Punkt, wo ich mir dachte, so, okay, irgendwie hätte ich das gerne. Ja, und das ist wirklich mal was ganz anderes als diese, ja, Memo-Blöcke, die man halt so kennt, ne? Das ist wirklich, ja. Ganz anders. Finde ich mal echt interessant, mal sowas auch da zu haben in der, ja, Sammlung. Sehr, sehr schön. Ah, das Wintermotiv gefällt mir am besten und das mit den Eichhörnchen. So. Das ist meine Kawaii-Panda-Bestellung. Schaut mal da vorbei bei einem Laden. Ich finde den echt klasse. Also, der Laden hat echt super tolle Sachen. Und ich glaube auch was von. Oh Gott, lasst mich jetzt echt. Ah, lasst mich nicht lügen. Ich meine, ich habe da was von den Glücksbär hieß mal gesehen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Weil ich glaube, da stehen ja auch viele von euch drauf. Na, schaut da mal vorbei. Ja. Und jetzt zeige ich euch, was ich in der Stadt noch gekauft habe. Einmal ganz unspektakulär Pflaster. Pflaster. Ich habe ja leider immer so einen Knibbeltick und dann tut es halt manchmal weh an den Fingern. Deswegen brauche ich da manchmal Pflaster. Das gab es übrigens im Teddy. Das habe ich alles hier vom Teddy jetzt.
So, habe ich diesen Bogen hier entdeckt. Eigentlich hätte ich das gerne in Blau gehabt, aber die haben anscheinend wirklich nur Lila davon. Okay, die Delfine gefallen mir jetzt nicht so, aber der Rest finde ich ganz schön. Also ich mag Tiere, ne? Nicht falsch verstehen, aber irgendwie weiß ich nicht. So als Bastelmaterial brauche ich halt keine Delfine. Aber den Rest finde ich sehr schön. Ja. Guck mal, passt gut hier zu den Sachen. Ja, dann war ich sehr überrascht. Bei uns gab es Elastikkordel. Ich nenne es einfach nur elastisches Gummiband, wie auch immer. Leider ist das ein bisschen zu dick für das, was ich vorhabe. Aber das 3 Meter drauf, 55 Cent. Ich schätze mal, das ist nicht schlecht, oder? Ja, mein Schwarz und Weiß. Wie ihr seht, habe ich hier schon ein bisschen was mir abgeschnitten. Ja, das wollte ich für meine BJDs benutzen, weil ich mache ja für die so Ketten und Armbänder zurzeit. Also ich versuch's. Und ja, also für Perlen mit kleinen Löchern ist diese Dicke hier nichts. Also nie. Ich mal gucken, ob ich das doch mal für was anderes benutze. Ich wollte ja auch mal so ein bisschen ausprobieren, für mich mal so Armbänder zu machen. Ja. Ja, ist ein bisschen zu dick. So, machen wir weiter mit Sticker. Ja, dieser niedliche Bogen hat mich angelacht. Also ich muss sagen, ab und zu hat Teddy, also für meinen Geschmack, ab und zu doch mal sehr schöne Sticker. Also die gefallen mir sogar oft besser als vom Action. Also da gab es selten mal welche, die mir richtig gut gefallen haben. Ja, und dann dieser Bogen hier. Den hat mir zwar auch schon die liebe Elisabeth besorgt, aber naja. Also sowas Schönes, das kriegt man ja so selten. Und ja, da schadet es ja nicht, das ja ein paar Mal da zu haben. Ja, finde ich echt schön. Und ich finde es toll, dass das mal wirklich nur sowas hier ist, ohne irgendwelche, weiß ich nicht, Alpakas, Einhörner und so weiter. Gut, jetzt hat man hier noch diese komischen Sprechblasen, aber sonst. Ja. Finde ich gut, dass man dann viele auch von diesen Stickern da drauf hat. Jo. So, und dann ich Opfer. Oh Gott. Irgendwie könnte ich mir dafür in den Hintern treten, aber auch halt irgendwie nicht. Ja, ich habe etwas entdeckt, was ich so niedlich finde. Und zwar ein Notizbuch mit einem Panda. Das hat 5 Euro gekostet. Da, 5 Euro. Ja, es gibt davon noch andere Varianten. Zwar einmal mit einer Katze. Das ist so dann, ich glaube, sehr viel mit Rosa gewesen. Und ich glaube, mit einem Alpaka-Gesicht. Und, also Katzengesicht und Alpaka-Gesicht. Ja, und halt das hier. Ja, ich habe natürlich das genommen. Ja, und es ist halt wirklich schön flauschig. Ja. Das hier glitzert auch, glaube ich, nicht ab. Das ist sehr gut, weil das mag ich ja gar nicht. Ja, hinten ist halt einfach schwarz und da drin wie nochmal kleines Panda-Gesicht. Jo. Das ist halt, ne, nochmal liniert. Halt hier so schön schwarz. Ja, ich denke mal, hier wegen dem Stoff hat das halt jetzt 5 Euro gekostet. Das ist ja ein bisschen jetzt hier aufwendiger, das Ganze. Ja, ist, denke ich, schon in Ordnung. Da hänge ich mir mal irgendwas Süßes dran. Vielleicht habe ich irgendwo einen Panda-Anhänger rumfliegen. Aber ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, habe ich, glaube ich, nicht. Naja, ist ja auch völlig egal.
jeden Fall, ja, ich. Ich meine, ich gehe ja nicht so oft im TD und Action und so. Da kann ich ja da mal sowas mitnehmen. Boah, sonst. Ja, einen Kick habe ich nur mit zwei Buchsen gekauft für zu Hause. Hier so eine kurze. In grün und einmal noch in schwarz. Hat, glaube ich, 4,99 gekostet, eine. Ja. Das war's. Ich dachte, ich zeige euch das alles zusammen in einem Video, weil ich das. Ja, ist ja irgendwie blöd, wenn ich für die Partei jetzt da so ein Mini-Video gemacht hätte. Ach, und das hier habe ich noch gekauft. Ja. Das nehme ich immer mal mit. Kann man so schön die Pakete mal mit zukleben. So. Genau, das war's jetzt aber wirklich. Ja, ich hoffe, der Haul hat euch ein bisschen gefallen. Schaut mal in den Shop rein, wenn ihr Lust habt. Kommt auch nicht aus dem Ausland, ne? Braucht ihr keine Angst zu haben. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.